Willkommen zurück bei Call of Juarez Bad in Blood. Und das läuft im Moment nicht gerade gut, weil wir andauernd abkratzen. Meine Güte. Ey, das ist echt hart hier. Was ist das? Getroffen, ich glaube ja. Ruf die anderen Männer her. Ja, da hinten rennen sie weg. Für ihn ist die Schrotflinte sogar besser, weil die eine größere, eine bessere Streuweite hat. Das geht nicht, Mist. Das kann... Ey, von wo schießen die uns denn da ab? Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, ist das eine Scheißmission, ey. Ätzend. Einmal versuchen, was noch, denn sonst breche ich das Ganze ab. Dann machen wir was anderes. Das ist ja... Meine Güte. Okay, vorsichtig. Da hinten ist einer, okay. Ist ja richtig scheiße, ey.
Ja, voll gut. Eis. So. Ich hoffe, es klappt jetzt. Was ist das? Nö. Wo ist der? So. Vernünftiges Gewehr. Nur keine Kuh schießen. So. Ja, die ist mit der Kuh. Wenn man jetzt noch treffen würde, wäre es viel besser. So. Meine Güte, das ist echt. Das ist schwer. Waren das alle? Eine Kuh ist tot. Soll hier noch weiter, im Ernst? Jetzt noch nicht Ende? Ach du meine Güte. Das kann ja noch lustig werden. Wo soll ich hin? Eine Karte gibt's hier, glaube ich, nicht. Aktuell.
aktuelle Aufgabe beenden? Nee. Ah, hier ist. Nein! Das war so klar! Es war doch. Das war so klar! Oh. Nee, ehrlich. Das. Ja. Wir machen einfach weiter. Ich hab's keine Lust, aber. Ja, doch, wir machen weiter. Los? Wir sind Partner, Juan. Also los. Das war so klar, dass da irgendwo auch einer steht. Mann, das ärgert mich, aber egal. Amigos, gut euch wiederzusehen. Danke, dass ihr euch um Devlin gekümmert habt. Gute Arbeit. Wolltest du uns deshalb sehen? Um Danke zu sagen? Und um zu zeigen, dass ich keine leeren Versprechen mache. Ihr werdet bald belohnt werden. Dann denkst du, der Schatz ist in Devlins Mine? Nein, wenn wir es so wie Devlin machen, suchen wir in 300 Jahren noch. Ich habe einen viel besseren Plan. Amigos, ich möchte euch jemanden vorstellen. Sein Name ist Seeing Father. Er will Gewehre und wir werden ihm dabei helfen. Was hat das alles mit Aztekenschätzen zu tun? Die Apachen haben das Medaillon. Medaillon? Sí, el Medaillon. Der Conquistador, der den Schatz vergraben hat, hat einen Schlüssel gemacht. Ein Medaillon aus Messing. Er hat es im Norden in Sicherheit gebracht. Und niemand hat mehr davon gehört. Bis jetzt. Ein mexikanischer Priester hat vor vielen Jahren mit seinem Leben für das Medaillon bezahlt. Es ist sehr mächtig und kann euch zum Schatz führen. Warum holst du es dir nicht selbst? Könntest dir ein verdammtes Arsenal damit kaufen. Weil es verflucht ist. Es hat den Apachen, meinem Volk, bereits endloses Leid gebracht. Seit wann haben Apachen blaue Augen? Meine Mutter war weiß. Aber mein Vater ist der große Häuptling Running River. Ich bin kein weißer Hund. Ruhig, Amigo. Das sind unsere Freunde. Ihr habt 3 Tage, um es euch zu überlegen. Woher nimmst du die Gewehre? Sie werden Hunderte brauchen. Für diese Wilden? Diese falsche Schlange, wa? Naja. So, Ende von Kapitel 6, toll. Akt 3. Ich erkenne euch zwei nicht wieder. Wir zogen nach Norden, ins trostlose südliche Arizona, um den Waffenschieber zu treffen, der Juarez die Gewehre versprochen hatte. Juarez hatte sein Flittchen dabei, ließ sie aber nicht aus den Augen, ebenso wenig wie Ray. Ich unterhielt mich oft mit Seeing Father. Er war begierig, mehr über die Weißen zu erfahren, und mich faszinierten die Geschichten aus dem Leben eines Wilden. Wir schlugen unser Lager zwischen den Hügeln vor Tucson auf, und Juarez ging alleine, um mit dem Waffenschieber zu reden. Und als er zurückkehrte, war alles ganz anders. Ja, komisch. Wahrscheinlich schießen wir uns jetzt über den Haufen. Dann verbinden wir uns mit den Indianern und... Ja, man kann immer ein bisschen spekulieren, oder? Nahe Tuscana, südliche Arizona. Nee, Tucson. Tuscana ist aber anders. Nahe Tucson. Südliches Arizona. Es wird etwas komplizierter, Gentlemen. Dein Schieber ist nicht aufgetaucht?
Doch ist er. Im Gefängnis. Die Pinkertons waren an ihm dran und haben ihn schließlich erwischt. Die Pinkertons? Dein Freund muss was Besonderes sein. Haben Sie die Waffen? Über 300 Gewehre. Und jetzt? Jetzt holen wir sie uns. Ja. Oh oh. So allein? Wo sind deine Brüder, Ray? Wofür brauchen wir die? Tun wir nicht. Willst du spazieren gehen? Ich muss etwas Wasser holen. Ja, ja. Die Bachufer sind gefährlich hier in Arizona. Du willst doch schließlich keine große Schlange unter deinem Rock. Wie groß? Du solltest öfter lächeln. Würde ich, wenn es einen Grund gäbe? Und wenn ich dir einen Grund gäbe? Weißt du, ich kann dich beschützen. Wirklich? Ja. Und dir besorgen, was du willst. Was will ich denn, denkst du? Das Medaillon? Könntest du es Juarez wegnehmen? Ich kann jedem alles wegnehmen. Und das würdest du für mich tun? Ich würde es für uns tun. Wen haben wir gerade gespielt? Ja, wir spielen Ray. Oh. Schnappen uns den Kerl und dann nichts wie raus. Ganz einfach. Ich weiß nicht, Ray. Vielleicht sind sie auf uns vorbereitet. Auf uns ist niemand jemals vorbereitet, Bruder. Selbstvertrauen hat der Kerl ja. Pferde brauchen auch bald eine Pause. Bist du müde? Nur, wenn ich den ganzen Weg laufen muss, weil wir die Pferde umgebracht haben. Hey! Wir kommen näher. Viel zu still. Aufpassen jetzt. Hinterhalt! Danke, für den Arsch gerettet.
immer wieder gerne. Und immer schön cool bleiben, Bruder. Hilf mir mal hier. So. Schieß dir hin. Friss Blei, Arschloch. Das gehörte mir. Tja, sorry. Scheiße, abgeschlossen. Diese Stäbe sind verdammt rostig. Ein starkes Pferd könnte die rausreißen. Hier ist also gebrochen ein Pferd. Lass deinen Bruder nicht dort zurück. Das ist ein Pferd. So. Schnell! Auf meinen Befehl! Jetzt! Stirb, du Hund! Gute Arbeit, Bruder! Niemand kann die McCalls aufhalten. Und dann kam einer, der wusste es nicht und er hat's getan. So, gut, aber ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Das sollte heute gewesen sein. Ich sage erstmal bis dann und ciao.